Also seit etwa 2, 3 Jahren liegt das Thema sozusagen in der Luft und es kamen Initiativen in diese Richtung ja von verschiedener Seite. Nicht? Reinhold Harringer hat erzählt, dass also er und andere Leute in der Schweizer, im Schweizer Verein monetäre Modernisierung diese Idee entwickelt haben. Und zwar einfach, weil gerade dann auch, um nochmal mit der Geschichte in Zypern, das Thema sicheres Geld viele Leute vielleicht eher anspricht als eben komplizierte Fragen wie wer schöpft das Geld und so weiter und so, nicht? So. Es bedeutet dann aber natürlich auch, wenn Verhältnisse sich normalisieren, dass ist die Frage, ob das Thema dann noch so mobilisierend ist, wie es in den zurückliegenden 2 Jahren zumindest eine zeitweise schien. Herr Mayer hat seinen Ansatz entwickelt, so wie er ihn uns jetzt vorgestellt hat. Ich möchte auch noch mal ausdrücklich sagen, dass Herr Gudehus, der hier als Redner schon wiederholt aufgetreten ist, ja Gedanken in eine gleiche Richtung entwickelt hat. Nur geht bei Gudehus geht der Gedanke noch weiter, indem es also nicht nur darum geht, einzelne Konten bei Banken in sichere Geldkonten umzuwandeln, sondern gleich eine ganze Bank, wenn die Bank denn will. Beziehungsweise man kann auch neue Banken eben als sichere Geldbanken aufstellen. Nicht? Und da hat der Gudehus einen sehr sorgfältig, detailliert ganzen Plan ausgearbeitet. Was manchen bei uns nicht bewusst ist, dass auch unser Mitglied im Beirat, Professor Michael Schemann, er ist Professor für Bankenbuchführung und Bankenbilanzierung, er hat auch in diesem Sinne einen Plan ausgearbeitet. Er nennt das eine Vollgeld-Einlagenbank. Und zu dieser Bezeichnungsweise, Gudehus hat ja auch überlegt, nenne ich das jetzt Vollgeldbank oder ist das eine sichere Gelddepotbank? Und was ist Ihre letzte Entscheidung gewesen? Sicherheitsbank. So, und das bringt mich eben zu einer ersten, wie mir scheint, nicht unwichtigen Feststellung. Es geht hier ja um eine 100% Absicherung von Sichtdepositen durch Zentralbankreserven. Und insofern ist das nicht im engeren Sinne, ist das noch nicht ein Vollgeldsystem, sondern wir haben eben ein 100% Reservesystem, das in mancher Hinsicht nahe an ein Vollgeldsystem herankommt, aber noch keines ist. Und in diesem Sinne muss man sagen, dass für alle Ideen, die mir bisher bekannt geworden sind, im Hinblick auf eine solche 100% Sicherung, gelten Überlegungen, oder einige wichtige Überlegungen, die sonst auch im Hinblick auf 100% Reserve gelten, nämlich, dass es würde sich an der proaktiven Chiralgeldschöpfung der Banken nichts ändern. Nicht? Also darüber wurde bisher nicht gesprochen, aber unser System funktioniert nicht so, dass die Zentralbank eine Reservebasis vorgibt und die Banken das multiplizieren, wie das in Lehrbüchern geschrieben wird. Die Realität des Prozesses verläuft umgekehrt. Die Initiative liegt bei den Banken, indem sie Kredit ausstellen, Bilanz erweitern oder Wertpapiere kaufen oder wie auch immer. Und das muss dann, indem dieser Vorgang dann ins Zahlungssystem eingespeist wird, das muss dann im Nachhinein refinanziert werden. Nur zum Bruchteil. Da gibt es verschiedene Wege. Und solange dieser Mechanismus, also die Proaktivität der Chiralgeldschöpfung bei den Banken, solange das nicht definitiv durch bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen wird, hat man also die Situation, dass ein mehr oder weniger großer Spielraum im Bankensektor verbleibt, proaktiv, also auch der Zentralbank voraus, eilend zusätzliche Guthaben zu schaffen. Und eine Frage, die in dem Zusammenhang eben auch besprochen, also wenn dem so ist, wie ich sage, dann bedeutet das, dass auch die daraus folgenden Probleme des Chiralgeldsystems, eben diese
von Ihnen, Herr Mayer, angesprochen. Sie haben gesagt, die Liquiditäts- und Insolvenzprobleme. Das klingt natürlich sehr, sehr, sehr bankentechnisch, finanztechnisch. Also Probleme eben von, also, oder sagen wir mal, es ist sehr bankenbezogen, wenn wir es gesamtwirtschaftlich betrachten, eben Probleme von Inflation oder Assetinflation, Blasenbildung, Krisenneigung, auch Schlagseite in der Einkommensverteilung, weg von den Arbeitseinkommen hin zu den Kapitaleinkünften. Also diese grundlegenden Fragen, auf die gibt ein sicheres Konto als solches noch überhaupt keine Antwort. Nicht? Und das scheint mir also eine wichtige Feststellung zu sein. Und was, worüber wir auch noch sprechen müssten, ist die Frage des Eigentums an den Reserven. Nehmen wir an, wir haben ein sichere Konten, die zu 100% durch Reserven gedeckt sind. Aber wem gehört das Geld? Und da ist mir noch nicht ganz klar, also buchhalterisch kann ich natürlich in meiner eigenen Bank eine Zahlungsabteilung schaffen. Ich kann eine virtuelle Realität erzeugen. Ich habe praktisch das bedeutendste Element einer Trennbankenordnung, schaffe ich in meiner eigenen Bank, indem ich sage, ich habe hier eine Zahlungsabteilung und ich habe da eine Kreditabteilung und vielleicht auch noch eine Investmentbankingabteilung. Und die kann ich buchhalterisch wahrscheinlich trennen. Wahrscheinlich darf ich das, wenn ich bestimmte gesetzliche Vorschriften einhalte in meiner Bilanzierung. Die Frage ist aber, wie spiegelt sich das eigentumsrechtlich und wie spiegelt sich das bei der Zentralbank? Bei meinen Konten als Bank bei der Zentralbank habe ich dann dort zwei getrennte Konten? Habe ich ein Konto? Ja, das ist die Frage, ob die Zentralbank das will. Nicht? So, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wem gehört das Geld? Natürlich ist es sicheres Geld. Die Frage ist aber, in einer Bankenkrise, auch der Krise einer einzelnen Bank, was geschieht mit dem Geld? Also die Zentralbank hat ja, wenn so viel ich weiß, ein Vorrecht, sich schadlos zu halten, denn die Zentralbank leiht das Geld ja der Bank und die Zentralbank hat ein Vorrecht, im Insolvenzfall, im Krisenfall einer Bank, sich entweder bekommt die Bank noch mehr Geld oder aber eben, wenn sie abgewickelt wird, wem gehört dann das Geld? Der Zentralbank. Ich habe dich gefragt. Nicht? Eben. So. Ist insofern ungesichert. Eben, das will ich sagen. Und wenn das stimmt, dann ist also auch die Erwartung, dass es sich um ein sicheres Konto handelt, in einem ganz speziell zugespitzten Krisenfall, ist das sichere Konto dann doch nicht so sicher. Es ist nicht so sicher, wenn die Zentralbank es will. Das ja, genau. So. Also es ist so, die lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir also uns vorstellen, wir stocken einfach die heute vorhandene Bruchteilreserve in Höhe von 1% Mindestreserve, 1,5% Überschussreserve oder auch mal 5-6%, je nach Größe der Bank, und Bargeld in Kassenbestand, wir stocken das auf 100%. Wenn wir nur das tun, dann ist noch nicht so viel gewonnen. Es müssen bestimmte zusätzliche Fragen geklärt werden. Und zwar müssen Vorkehrungen getroffen werden, die teilweise bei Herrn Mayer auch schon angesprochen sind, die auch in den anderen Ausarbeitungen, die ich genannt habe, teilweise vorgesehen sind. Man müsste im Hinblick auf die Kundengelder erstens sicherstellen, dass die Überweisung von Kontoguthaben von Kunden, dass das 1:1 synchron einhergeht mit entsprechenden Reservenüberweisungen von der Bank, die auszahlt, und der Bank, die das empfängt. Also Sie brauchen einen synchronisierten Prozess, wo praktisch die Zentralbankmittel und die Verrechnung der Kundenguthaben, wo das 1:1 stattfindet im selben Moment. Nicht? So. Das wäre die erste Sache. Die zweite Sache, für meinen Begriff, es müsste gewährleistet sein, damit es nicht rein ein bankenbilanzielles, eine rein virtuelle Sache in der Bankenbilanz ist, sondern dass es eine äußere Realität gewinnt,
müssten also diese Reserven, welche zu 100% die Konten abdecken, die müssten auf gesonderten Reservenkundenkonten geführt werden, die getrennt von den Eigenmitteln der Bank sind. Und was das Eigengeschäft der Banken nachher angeht, also im Kredit- und Investmentbanking, müsste meines Erachtens, also entweder man lässt das laufen wie bisher, mit einem großen Spielraum für die Banken zusätzliches Geld zu erzeugen, das die Bank im Nachgang refinanzieren muss, ob sie will oder nicht, um eben den Zahlungsverkehr nicht zu stoppen und damit die Wirtschaft zu stoppen. Es müsste, also mehr eine Sache als erstes, nämlich wir haben heute im Zahlungssystem einen Innertagesüberziehungskredit. Nicht? Also wenn der Bank die Reserven fehlen, bei der sofortigen Verrechnung, wir haben ein Real-Time-Gross-Settlement-System und dann kriegen die automatisch Innertagesüberziehungskredit. Der wird nicht lange gebraucht, vielleicht nur, ich weiß nicht, wie das abgerechnet wird, sekündlich oder stündlich oder halt tagesweise. Wie? Gar nicht. Man zahlt nicht dafür, man muss Sicherheit hinterlegen. Ja gut. Ja, und wie wird eine Sicherheit überlegt? Die Sicherheiten liegen bei der Zentralbank. Die Vorsorge, die sind da, die sind immer da. Und das gilt für den Innertagesüberziehungskredit? Ja. Aha. Und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität, das würde mir einleuchten, aber die Bank kann doch im Vorhinein gar nicht wissen, wie viel Geld sie heute und morgen überweisen muss oder übermorgen. Sie kann nur so ins Minus gehen, so viel Sicherheiten sie da hat. Aha. Jede Bank, wenn sie 1 Milliarde Sicherheiten hat, kann sie 1 Milliarde Intertagesfazilität. Ach so, ich verstehe. Also dann es ist ein Spielraum und der kann ausgeschöpft werden. Okay, ja. Ja, das ist die Frage mit diesem Spielraum. Nicht? Also dieser Spielraum ist da und solange der da ist, soweit dieser Spielraum gegeben wird, den Spielraum hat die Bank eben zusätzliches Geld, haben die Banken als Sektor zusätzliche Mittel zu erzeugen. Ja, dann sind rechtliche Fragen zu klären, das wurde schon angesprochen, diese Reservenkundenkonten, die müssten irgendwie einen bestimmten Status bekommen, sodass gesichert ist, dass das Geld auch den Kunden gehört und nicht doch praktisch dieses Geld nachher für die Bank haften muss. Und dann muss ich noch etwas sagen, das hat auch Herr Mayer schon wiederholt angesprochen, das wird teuer. Also muss man Gebühren zahlen und es ist so, wissen Sie, die Bank, ich meine, im Moment leben wir in einer Ausnahmesituation, die meines Erachtens nicht als die künftige Normalsituation betrachtet werden kann. Und jetzt gibt es die Zentralbankreserven praktisch zum Nullzins oder zum 0, noch was Zins. Aber es ist so, die Banken müssen heute bereits auf alle Depositen, die sie haben, Sichtguthaben und auch Spareinlagen und andere, den Kunden einen Habenzins zahlen, obwohl sie mit diesen Mitteln selbst nichts finanzieren können. Ja, das ist praktisch inaktiviertes Giralgeld, aber dafür müssen die Banken bereits, um eben es zu inaktivieren, müssen sie einen Habenzins zahlen. Wenn die Banken jetzt noch aktivisch sozusagen nochmal einen Haufen Reserven aufnehmen müssen, um diese 100% Sicherheit in Reserven, das ist ja ein zusätzlicher Finanzierungsaufwand, also was heute 2,5 oder meinethalb auch mal etwas mehr Prozent an Reserven sind, die finanziert werden müssen, sind dann 100%. Und wenn diese 100% Reserve es dann nicht mehr zu Nullzins gibt, sondern zu, was vielleicht ein historischer Normalwert eher wäre, nicht zu 3-4%, dann gibt das einen immensen Kostenschub. Und ja, wer zahlt das? Nicht? Und da muss entweder muss die Zentralbank für diese Reservenbereitstellung Spezialkonditionen einräumen, oder man muss es allen Banken zum geringen Zins geben. Und wenn es aber zum Normalzins gegeben wird, dann würde ich wagen zu vermuten, dass diese Konten nicht wettbewerbsfähig sind, eben weil sie teuer sind. Und darüber müsste man also nochmal sprechen.
Das heißt also, dieser ganze Ansatz benötigt die Kooperation der Zentralbanken und er benötigt die Kooperation seitens des Gesetzgebers. Ich habe das hier aufgelistet. Was also da alles gemacht werden muss, und ich halte das also gar nicht für so einfach. Hier müssen verschiedene sozusagen Systemmodifikationen vorgenommen werden, die keineswegs selbstverständlich sind und die eben auch grundlegende wissenschaftliche und politische, also geldpolitische Kontroversen auslösen werden, vergleichbar dem, als wie wenn Sie eine ganze Vollgeldreform als Stichtagsreform durchführen wollen. So, anderes Thema. Es wird immer wieder mal, so ähnlich jetzt im Anschluss an diese sicheren Konten, schon seit vielen Jahren eigentlich die Idee ventiliert, es soll einfach Zentralbankkonten für alle geben. Das ist eine einfache Idee, nicht? Die haben es auch, nicht? Warum haben die das und wir nicht? So, und das wird also immer wieder mal vorgebracht. Und übrigens hat auch darüber Professor Schemann gleich ein ganzes Büchlein geschrieben. Das ist die Lösung, Liquid Money, Zentralbankkonten für alle. Und ich finde es eine überzeugende Idee. Nur, wie manche Sachen, die irgendwie einleuchtend und überzeugend sind, das stößt auf harte Widerstände. Und es ist, also finde ich, vermute, dass es wahrscheinlich noch weniger leicht zu realisieren sein würde als sichere Konten oder eben auch Parallelgeld im Sinne des Vorschlags von Professor Walter. Also es ist so, dass die Zentralbanken, die sträuben sich mit Händen und Füßen, die wollen einfach nicht. Und die führen halt gerade mal so noch ein paar Konten eben für den Staat, nicht? Zentralstaatshauptkassen und Landeskassen und Ähnliches. Aber auch die Gerichte haben, wir haben darüber im letzten Jahr gesprochen, Klagen von Unternehmen, dass ihnen wieder das Recht auf ein Zentralbankkonto eingeräumt wird, dass die Zentralbank das tun muss, das haben die Gerichte abgeschmettert. Warum, kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Und es ist außerdem so, das sollte man nicht vergessen, sondern vielleicht sogar an erster Stelle sagen, man soll nicht unterschätzen, was das, dieses Zahlungssystem, was das für eine Infrastruktur darstellt, ein gewaltiges System, technisch jetzt gesehen, nicht? Hängen viele Arbeitsplätze dran, großes technisches System. Und Sie müssten eine solche Infrastruktur bei der Zentralbank aufbauen und bei den Banken abschreiben. Das sind riesige Sunk-Costs, ja, können Sie alles abschreiben. Und das ist schon als Ansatz nicht ganz gescheit, wenn man eine solche unnötige, nicht? Also da ist ein Problem, weshalb wir also wahrscheinlich diese Sache nicht kriegen werden. Und auch da gibt es übrigens, stellen Sie sich vor, wir kriegen alle ein Zentralbankkonto im Verlauf der Monate und Jahre. Dann müssen praktisch unsere Banken, müssen dann unsere Guthaben dorthin überweisen. Wie machen sie das? Die Banken besitzen gar nicht die Reserven dafür. Ja? Also müssen sie, wie wenn ich eine 100%-Sicherung erzeugen muss, muss ich, um diesen Prozess, dass der stattfinden kann, muss ich dafür sorgen, dass genug Reserven da in den Umlauf kommen. Und das hat dasselbe, also praktisch dasselbe Kostenproblem, wie eine 100%-Sicherung schon hat. So, ich möchte jetzt noch etwas sagen zu dem Ansatz, Vollgeld als Parallelgeld zu Chiralgeld. Das ist also die Thematik, die heute Professor Walter hier vorgetragen hat. Es geht also, das möchte ich vielleicht ganz kurz sagen, es geht hier nicht um eine Parallelwährung, nicht? Eine Parallelwährung ist, wenn man in einem Land eine nationale Währung hat und benutzt daneben den Dollar als Parallelwährung, ist eine Parallelwährung. Oder in diversesten Staaten ist es immer mal wieder gewesen, dass man eine gesplittete Währung betrieben hat. Das heißt, man hatte eine Binnenwährung für die Geschäfte im eigenen Land und hatte außerdem eine Außenhandelswährung. Ich erinnere mich, das war noch vor 20 Jahren, glaube ich, in Südafrika war das so.
Es gibt sie. In Belgien war das auch so? Ach ja. Aha. Ja, also es gibt dafür einige Beispiele. Also darüber. Ja, richtig, genau. Also darüber reden wir nicht. Ne? Wir reden praktisch über Zahlungsmittel, die in ein und derselben Währung von verschiedenen Emittenten kommen, in dem Fall speziell von einer staatlichen Organisation, also entweder vom Finanzministerium, wenn wir über die USA sprechen, oder eben von der Zentralbank, wo man darüber streiten kann, gehört die jetzt zum Staat oder gehört die nicht zum Staat. Also ich glaube, es ist eine oberste staatliche Behörde in den meisten Ländern, aber systemisch betrachtet würde ich sie nicht zum Staat rechnen. So, ja? Also das sind nur mal spezielle Fragen. So, also darum geht es. Und zunächst mal, möchte ich noch mal herausstellen, der Vorteil dieser Idee ist, das ist nichts Unerhörtes, sondern wir haben das. Nicht? So, wir haben das heute und das hat es in unserer Geschichte auch schon immer gegeben. Denken Sie an den parallelen Umlauf von Privatbanknoten und staatlichen Banknoten im 18. und 19. Jahrhundert. Nicht? Also das gab es. So. Und es gibt insbesondere in der amerikanischen Geldgeschichte eine ganze Reihe von Beispielen dafür. Das fängt an im 18. Jahrhundert mit der Ausgabe von Colonial Bills oder Colonial Scrips. Nicht? Den Amerikanern fehlte britisches Geld. Also sie hatten ja britische Währung, aber sie hatten keine britischen Zahlungsmittel, weil die Engländer brauchten das anderweitig, ja, im Siebenjährigen Krieg und sonst wo. Nicht? Und dann haben die Gouverneure gesagt, der heutigen Bundesstaaten, dann machen wir unser eigenes Geld. Und das war dann, was man heute Helikoptermoney nennt. Also auch, das wurde als Bürgerdividende ausbezahlt. Nicht? Und zwar damals pro Steuerzahler. Die haben Papier bekommen im Werte von so und so viel Pfund, so und so viel 100 Pfund. Und jeder Steuerzahler hat das bekommen. Nicht? Das ist, war so damals Helikoptermoney und das hat damals den Kolonien, hat sozusagen großes realwirtschaftliches Wachstum ermöglicht, das sonst nicht möglich gewesen wäre. Und als Jefferson nach England kam, hat er in England viele Bettler vorgefunden. In Amerika gab es keine Bettler zu der Zeit. Nicht? So, das wurde dann später vom britischen Parlament verboten. Also ich glaube 1700, weiß nicht mehr genau, ich glaube 56, 58 wurde es untersagt. Und ich nehme an, das war die Hauptursache für den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die Verbitterung darüber, dass also diese Finanzierungsquelle verstopft wurde und die Amerikaner gezwungen wurden, wieder bei den britischen Banken sich zu verschulden. Wir hatten in Amerika etwas Ähnliches zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges unter Präsident Lincoln, und zwar dem berühmten Greenback. Das sind Dollar, sind Dollarnoten, die wurden ausgegeben. Also der Süden hat etwas Ähnliches gemacht, um sich selbst zu finanzieren. Und im Norden wurden diese sagenhaften Greenbacks ausgegeben. Die hießen so, weil die Rückseite einfach grün bedruckt war. Und damals war das also nicht ganz, also es waren wohl zwei Farben, die eine Seite mehr schwarz oder grau. Also jedenfalls, das ist etwas, was heute nach meiner Beobachtung in den USA eine gewisse Wiederbeachtung findet. Das ist einfach, die Amerikaner haben daran sozusagen, hat für die ein patriotisches Moment. Das haben wir in Europa nicht in der Weise, aber für die Amerikaner ist das so etwas, da verbinden die, also das stärkt ihr Nationalgefühl. So, ja. Und deswegen wird diese Idee, dass man heute sozusagen diesen Greenback-Gedanken wieder aufgreift und dass der Staat in elektronischer Form Greenbacks herausgibt, das findet Unterstützung aus eben diesem Grund, sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten. Und deswegen hatten sie auch in Amerika diese Diskussion vor zwei Jahren, als der Staat drohte, zahlungsunfähig zu werden bei diesem Fiscal Cliff. Da hatten sie diese Diskussion über die Trillion-Dollar-Coin. Platin. Platin, eine Platinmünze. Und der
Der amerikanische Staat hat ausdrücklich das Recht, das in mehreren Gesetzen, angefangen von der Verfassung bis hin zu anderen Geld- und Finanzgesetzen, ausdrücklich bewilligt. Der Staat kann sein Geld herausgeben und insbesondere aus historischen Gründen steht da meistens Münzen oder auch Papiergeld, nicht? Also Banknoten. Der Zentralstaat darf das, die einzelnen Bundesstaaten dürfen das nicht, ne? Also so ist die Situation. Bei uns hier in Europa ist die Idee meines Wissens, also ich glaube, Professor Walter, wo sitzt da? Hier, so. Ich habe 2011 haben Sie zum ersten Mal darüber publiziert, ist das richtig? Nee, später. Ich habe 2012 vorgetragen, 2013 war, glaube ich. 11 noch nicht, aha. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wer als Erster da war. Das ist auch so etwas. In anderer Form. 2011, das war aber ein bisschen anders gestaltet. Aber ja, eben doch, da war die Idee schon, ich glaube doch, eben so. Also jedenfalls die Engländer sind erst im Jahr 13 draufgekommen. Das war also unter anderem, also einmal der bekannte Kommentator der Financial Times, Martin Wolf, der also das mit dem Helicopter Money wieder in die Diskussion gebracht hat. Und es kam dann bald eben der Turner, der war damals noch, wie heißt das? Er war... So kann man sagen, ja, er war Leitchef der Finanzaufsicht, so, die wurde dann in drei verschiedene Institutionen aufgelöst. Naja, also das liegt in der Luft und es ist gerade ein Buch im Erscheinen eben von einem gewissen Richard Schreiner, also ein Wirtschaftshistoriker in den Vereinigten Staaten. Und da wird eben diese Greenback-Tradition wieder belebt und unter den drei, vier verschiedenen Geldreformströmungen, die es in den USA gibt, wird das sicherlich, ist das im Moment eine, die besonders stark am Wachsen ist. Nicht? So, ja. Nun, es wurde hier schon angesprochen, dieser Gedanke, der stößt zunächst mal auf Vorbehalte, die uns eingeimpft worden sind mit dem Verbot der Staatsfinanzierung, also mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung, dass also der Staat durch direkten Zentralbankkredit sich zum Teil finanziert. Ne? Herr von Donani, der Vorschlag wurde hier ja heute auch schon angesprochen, der war ja damit, ich weiß nicht, woher er das hatte, es gab da einen Professor Filz aus Aachen oder Trier, der hat das aber nicht so gut ausgearbeitet und Donani fand die Idee wohl gut und hat das vorgebracht. Aber es war paradigmatisch nicht anschlussfähig. Also die Gelehrten, die das damals diskutiert haben, unter anderem der Finanzminister Schiller und die Präsidenten von drei Landesbank, also wie heißen die? Die Bundesbank hat also Länder, Landeszentralbanken, danke, nicht? Denen hat das irgendwie rein ökonomisch, also als Ökonomen, nicht paradigmatisch nicht ins Bild gepasst. Und wollten die das einfach, haben sie gesagt, nee, das ist nichts. Nein, das würde ich nicht sagen. Ja, ja, also man hat immer gleich dieses Problem, also einmal mit diesem heute ja auch sozusagen in Anführungsstrichen verfassungs- oder mäßig oder grundgesetzlich verankerten, also nicht in Deutschland, aber was dieses Europarecht angeht, nicht mit diesem Artikel 123, haben wir auch letztes Jahr darüber diskutiert. Nicht? Ich wollte, Moment, jetzt bin ich zu weit gegangen. Ja, ich denke manchmal über etwas nach, und zwar, der Staat hat ja das nicht bestrittene Vorrecht, Münzen in Umlauf zu bringen. Also mit Staat meine ich jetzt das Finanzministerium, ich meine nicht die Zentralbank. So. Der Staat kann oder könnte, hypothetisch gesprochen, so viele Münzen erzeugen, wie er will. Und er
güterwagenweise Münzen durchs Land schicken und damit bezahlen. Es würde wahrscheinlich funktionieren, weil der Annahmezwang für Münzen ist begrenzt auf kleine Beträge. So, ja. So, aber nur brauchen wir ja heute, wir haben ja den Weg hin zu elektronischen Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteln in elektronischer Form. Und wir haben ja das Phänomen des Electronic Cash, also elektronisches Bargeld. Es ist kein materielles Geld mehr, aber es ist Bargeld. Wenn ich auf meine Girokarte oder Debitkarte kann ich ein Gutachten aufspielen. Das wird also ausgebucht bei der Bank. Und ich habe das jetzt hier, das hat einen Umfang von 50 oder 70 Euro und damit kann ich bei der S-Bahn Tickets bezahlen und so weiter und so fort. Das Bargeld. Soll es nicht wieder abgeschafft werden, weil es nicht genutzt wird? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob diese spezielle Form nicht genutzt wird, aber jedenfalls, ich denke schon, dass historisch weiter gedacht, das materielle Bargeld verschwinden wird, aus verschiedensten Gründen, und dass wir dann eben entweder Geld auf dem Konto haben oder anderes Electronic Cash auf irgendwelchen mobilen Geldspeichern, nicht? Und die Frage ist eben, ob der Staat nicht das Recht hat, auch in der Europäischen Union solches Geld in Umlauf zu bringen. Nicht? Beziehungsweise, wenn der Finanzminister nicht das Recht hat, also die Zentralbank hat ja das Recht auf alle Fälle und kann dann praktisch... Die Frage ist, ob die nicht, also die Zentralbank kauft ja heute dem Staat Münzen ab. Kann die Zentralbank nicht dem Staat elektronisches Geld abkaufen und auf dem Weg in Umlauf bringen? Also darüber müsste man nochmal vertiefter sprechen. Das ist eine Frage, die nicht ganz geklärt ist, auch rechtlich nicht ganz geklärt ist. Das europäische jetzige Gesetz zu Electronic Cash gibt staatlichen Stellen die ausdrückliche Befugnis, elektronisches Geld in Umlauf zu bringen. Nicht? Nur steht da drin, dass Transaktionen in Electronic Cash sind normalerweise relativ kleine Beträge. Das ist aber nicht näher spezifiziert. Es ist eine Formulierung, die nicht unbedingt jemandem etwas erlaubt oder verbietet. Nicht? Also das müsste man noch einmal genauer eruieren. Hier noch zu diesem Thema Vollgeld als Parallelgeld zum Chiralgeld. Also wir haben die Diskussion mit dem Artikel 123. Es gibt hier noch eine andere wichtige Frage, über die man mal genauer sprechen muss, nämlich das Verhältnis von monetären und fiskalischen Zuständigkeiten oder Funktionen. Darauf muss man eine klare Antwort haben, weil man sonst bei allen Experten auf Granit beißt. Nicht? Man muss das geklärt haben. Wer ist da wofür zuständig und werden die Grenzen verwischt? Und also die Briten kümmern sich da nicht sehr drum, die Amerikaner schon mal gar nicht. Können Sie mal ein Beispiel nennen, was Sie damit meinen? Was ist eine monetäre Funktion, was ist eine fiskalische? Ja, die Geldschöpfung ist eine monetäre Funktion. Die Staatsfinanzierung. Ja, also ich kann Staatsfinanzierung durch Steuern oder indem ich als Staat Schulden aufnehme, aber nicht, das ist praktisch. Und also die Frage muss geklärt sein. Ich persönlich bin der Auffassung, dass von der Zentralbank her gedacht, alles was im Rahmen ihrem geldpolitischen Rahmen liegt, an Geldschöpfungspotenzial, dass sie diese Mittel auch dem Staat überlassen kann, ohne dieses Gebot der Funktionentrennung das zu verletzen. Das Gebot würde meines Erachtens erst verletzt, wenn praktisch mehr Geld geschöpft wird zur Staatsfinanzierung, als aus geldpolitischen Gründen zulässig oder vertretbar ist. Nicht? So. Ja, es gibt da noch andere Fragen, die... Eine kleine Sekunde. Was muss ich sagen? Es gibt, muss ich ganz freihändig machen,
Also wenn Sie das zulassen, dass also Vollgeld, staatliches Geld als in Parallelität zu Chiralgeld in Umlauf kommt, dann treffen Sie auf diesen Pavlovschen Reflex, das gibt Inflation. Also immer wenn irgendwie Geld über den Staat, dann ist der Reflex Inflation, dass das Inflation erzeugt. Ne? Und das ist sachlich nicht aufrechtzuerhalten, aber sowohl Walter hat darauf eine klare Antwort gegeben, die eigentlich die meisten Ökonomen zumindest beruhigen sollte. Und bei den Briten ist es, ich sage es so, sie wollen das, dieses Overt Money Finance, wie Adair das nennt, der will eigentlich, das soll nicht eine Dauereinrichtung sein, sondern der denkt ganz klassisch keynesianisch, konjunkturpolitisch, immer wenn eine Rezession sich abzeichnet oder wir in einer Rezession sind, dann soll der Staat kompensatorisch die Nachfrage ankurbeln, wie man das nennt. Und bisher hat der Staat sich, um das zu tun, sich verschuldet und hat also aus den 60er, 70er Jahren heraus majestätische Schuldengebirge unter anderem deshalb angehäuft. Und die Engländer sagen heute, der Staat soll das Geld schuldenfrei kriegen. Denn das ist ja kein zusätzliches Geld, was Inflation schafft, sondern es ist eine kompensatorische Geldeinschleusung, weil die Banken gerade sozusagen streiken, beziehungsweise auch die Kunden der Banken keine Schulden mehr aufnehmen wollen und keine Wertpapiere mehr begeben und so weiter. Nicht? Also das ist nochmal ein Thema für sich. Eine Frage, die mir noch, wie soll ich sagen, wo ich nicht zufrieden bin mit dieser Idee staatliches Vollgeld und Chiralgeld parallel, das ist die Gemengelage, die sich daraus ergibt. Und zwar rein sozusagen zahlungstechnisch. Ja. Wenn wir eine Parallelität vom Bargeld hatten vor 100, 200, 300 Jahren, dann hatten die Kunden das Geld in der Hand. Ja, mein Geld war nicht auf einem Bankkonto, sondern ich hatte das in der Hand. Ein Zettel hat die Regierung mir gegeben. Brieftasche. Das ist mir auch mit unbarem Geld, Kontogeld so nicht der Fall. Wenn der Staat heute also Geld herausgibt, wie auch immer und unter welchen Bedingungen auch immer, wofür auch immer, das wird zwar überwiesen, der Wert wird den Empfängern zugewiesen, aber das Geld in Form der Reserven, das bekommen wir nicht als Empfänger, sondern das bekommt unsere Bank. Und was macht die Bank mit dem Geld? Die Frage beschäftigt mich. Sie kriegt dann also praktisch, es fließen ihr viele Reserven zu, also je nachdem, wie umfangreich dieses staatliche Vollgeldprogramm ist, es fließen den Banken Reserven zu, für die sie nichts zahlen müssen. Was machen sie damit? Also das, klassisch gedacht, würde man sagen, ah, das erhöht ihren Kreditmultiplikator. Und also da ist so eine Gemengelage und... Okay. Ja, gut, eben. Ja. Ich habe auch mehrere Konten bei der Bank jetzt schon. Ja. Oder Sie schaffen richtiges Aktivgeld. Sie wissen, was ich meine. Das heißt, dass es diese Kredite ja nicht mehr gibt. Ja. Ja, also das sind die Fragen, die wir hier noch klären müssen. Ich möchte persönlich als Zwischenbilanz, also wirklich persönlich als Zwischenbilanz festhalten. Ich stehe diesen alternativen Vollgeldreformideen grundsätzlich sehr offen gegenüber. Nicht? Irgendwie wollen wir ja weiterkommen. Nicht? Auf der anderen Seite muss ich sagen, sowohl das Thema sichere Konten als auch das Thema Vollgeld parallel zu Chiralgeld, das erfordert sowohl von Seiten der Zentralbank als auch von Seiten des Gesetzgebers doch bestimmte Maßnahmen. Die Zentralbank muss zu bestimmten Dingen bereit sein, möglicherweise auch auf gesetzlicher Grundlage. Und der Gesetzgeber muss sowieso bestimmte Voraussetzungen schaffen, die sich auf die Eigentumsfrage beziehen, auf die Bilanzierungs- und Buchhaltungsvorschriften beziehen. Und andere Fragen mehr. Und im Endeffekt ist das, scheint mir, ziemlich kompliziert. Und
wenn ich so rekapituliere, eine originär gedachte Vollgeldreform als Stichtagreform ist nicht komplizierter, eher einfacher. Also jedenfalls nicht komplizierter. Und außerdem politisch gesehen und wissenschaftlich gesehen, wenn Sie oder wenn wir die Experten und die Politiker so weit hätten, dass sie sichere Konten und Vollgeld parallel zu Chiralgeld wirklich ins Auge fassen, dann hätte eigentlich ein paradigmatisches Umdenken, um nicht zu sagen Revolution, schon mehr oder weniger stattgefunden. Dann kann ich auch gleich eine ganze Vollgeldreform machen. So, also... Ja, vielen Dank, Josef.